So, ich begrüße euch zu unserem heutigen Training. Ihr könnt mich jetzt aber trotzdem noch hören, oder? Wenn ihr mich hören könnt, macht mal einfach kurz so die Hand nach oben. Ja, sehr gut. Okay, wir machen so ein paar kleine Lockerungsübungen. Wir dehnen uns heute ein bisschen und dann machen wir noch mal ein paar kleine Kombinationen vom Kickboxen, wo wir heute aber ganz besonders mal auf unsere Beinarbeit schauen. Ja, weil wir natürlich, wenn wir kämpfen, nicht immer auf einer Stelle stehen, sondern uns auch ein bisschen bewegen müssen. Ist das, was unsere Beine machen, auch ganz wichtig. Und da gehen wir heute so ein bisschen drauf ein. Okay? Wir machen uns erst ein bisschen warm. Wir springen mal so ein bisschen ganz locker auf der Stelle. Locker bewegen. Genau, die Arme sind locker. Gut. Wir nehmen mal das rechte Bein und ziehen das Knie nach oben. Links. Und wieder locker, ganz entspannt, Arme sind locker. Okay, wir gehen mal so ein bisschen mit einem Bein nach vorne, bewegen uns auch hier wieder und wir schlagen einfach mal mit dem vorderen Arm, wir nehmen die Deckung nach oben und mit dem vorderen Arm immer beim nach vorne gehen, machen wir einen Schlag. Ganz entspannt und locker, da muss nicht viel Kraft rein, einfach nur bewegen. Und Beinwechsel, das Ganze auf der anderen Seite. Okay, wir wechseln in den Hampelmann. Gut, wir machen das Ganze mal nach vorne. Und wieder locker springen. Okay, die Beine mal ausschütteln. Und wir nehmen ein Bein nach vorne und das hintere Bein schwingen wir mal gerade nach oben. Gut, mein Wechsel. Beine nochmal lockern. Wir nehmen ein Bein, gehen damit jetzt hier mit dem Knie nach oben, vorne und seitlich raus. Ja, also eine große kreisende Bewegung. Okay, das andere Bein. Und lockern. Gut, wir bringen ein bisschen Bewegung in unsere Arme. Ja, wir fangen mal an, Arme kreisen, beide Arme nach vorne. Sehr schön. Und Beine nach hinten. Okay, wir gehen wieder nach vorne mit beiden Armen, aber versetzt zueinander. Also nicht mehr gleichzeitig, sondern ein Arm und dann der andere. So als würden wir graulen im Wasser. Ja, so im Wechsel. Und schöne große Bewegung, dass hier der Arm, der sich dreht, eine ganze Runde macht. Nicht nur bis da, sondern wirklich eine ganze. Und das mit beiden Armen. Wie beim Graulen. Okay, das Ganze wie beim Rückenschwimmen, rückwärts.
Okay. Einmal kurz die Arme lockern. Und dann gehen wir in entgegengesetzt. Ja? Also, ein Arm dreht nach vorne und der andere Arm dreht nach hinten. Starten hier oben und entgegengesetzt. Mal probieren. Bisschen kompliziert. Okay, wir probieren es in die andere Richtung. Der nach vorne gedreht hat, dreht nach hinten. Der nach hinten gedreht hat, nach vorne. Gut. Und lockern. Okay. Gut. Wir dehnen ein bisschen die Arme und gehen dann nachher noch an die Beine. Wir fangen mit den Armen an. Wir nehmen den rechten Arm auf die linke Seite rüber, linker Arm kommt von unten und wir ziehen, na, dass wir hier auf der Seite von der Schulter Druck drauf bekommen. Okay? Gut, und wechsel. Das Ganze auf der anderen Seite. Okay, der linke Arm geht hoch, der rechte Arm kommt oben drauf und dann ziehen wir nach hinten. Okay, und wechsel. Okay, wir wechseln nochmal, machen die Beine zusammen und wir ziehen jetzt, wenn der linke Arm der hier ist, der da so reingeklappt ist, wenn das der linke Arm ist, ziehen wir auf die rechte Seite rüber und verlängern diesen Teil hier, dass der gedehnt wird. Und zurück in die Mitte, wechseln und auf die andere Seite rüber. Wieder in die Mitte, einmal die Arme lockern. Gut, wir nehmen einmal die Arme hier zur Seite raus und drehen uns ganz weit rein, links und rechts. Okay, und nochmal lockern. Gut, wir dehnen ein bisschen die Handgelenke, wir nehmen den rechten Arm, greifen mit der linken Hand die Hand und ziehen sie die Finger so Richtung Unterarm nach oben, ja, dass wir hier schön Zug auf den Unterarm und aufs Handgelenk bekommen. Und wechsel. Gut, die Hände zusammen und wir lockern die Handgelenke. Okay, wir nehmen mal beide Hände hier hinten an die Seite. Ja, das ist jetzt eigentlich eine Übung, die macht man normalerweise zu zweit, ja, dass der andere Partner so ein bisschen Druck geben kann. Wir machen das jetzt alleine. Wir nehmen jetzt mal die Hände hierher und jetzt versuchen wir mal für 10 Sekunden ganz viel Druck an unsere Ellbogen zu bringen. Und wir stellen uns vor, dass wir die Ellbogen, die ja jetzt hier hinten sind, dass wir die zusammenbringen möchten. Ja, so als würden sich unsere Ellbogen berühren. Das heißt, wir ziehen unsere Arme nach hier hinten und jetzt ziehen wir die Ellbogen Richtung Mitte vom Rücken zusammen, sodass die Ellbogen sich berühren würden. Ja, das kann man jetzt gar nicht alleine schaffen, aber ihr probiert so weit wie möglich und da haltet ihr mal, den Druck haltet ihr mal für 10 Sekunden. 10 Sekunden einfach mal halten und schön anspannen alles. 5, 4, 3, 2, 1 und lockern. Gut, die Arme nochmal ein bisschen ausschütteln. Und wir machen mal große Bewegungen,
Ja, ein Arm oben, ein Arm unten. Und die gehen immer zusammen und dann wieder auf. Weit aufdehnen, dass wir schön Dehnung in die Brust bekommen. Und Wechsel. Okay. Und mal lockern. Wir kreisen einmal die Schultern nach vorne. Und nach hinten. Gut. Okay, wir gehen auch noch mal kurz an den Nacken. Wir fangen einmal an. Wir gucken mal so weit wie möglich nach links rüber. Und nach rechts. Einmal nach unten. Nach oben. Okay, wir machen mal den Kopf auf die linke Schulter und der rechte Arm zieht so ein bisschen nach unten, dass wir hier Dehnung auf den Nacken bekommen. Wechsel. Okay, wir machen einen Halbkreis unten. Und oben. Okay, gut. Wir gehen ein bisschen an die Beine noch, ja, dass wir da auch ein bisschen Dehnung reinbekommen. Und wir starten mal, indem wir das linke Bein rüberstellen, beugen, das hintere Bein, das rechte Bein bleibt gestreckt. Okay? Wir nehmen die Hände hier auf den Oberschenkel und drücken jetzt mit der Hüfte Richtung Boden. Ganz wichtig ist jetzt, eure Hand ist ja auf eurem Oberschenkel, bitte nicht auf eurem Knie, ja, sondern auf dem Oberschenkel. Und jetzt gebt auch keinen Druck auf euer Knie drauf, weil wenn ihr das macht, dann gebt ihr zu viel Druck aufs Gelenk, das wollen wir nicht. Und wir wollen auch nicht unser Knie jetzt bewegen. Ja? Ich möchte jetzt nicht, dass euer Knie von der Position hier die ganze Zeit das da macht, weil das ist nicht so gut für uns, sondern was wir bewegen, ist dieser Bereich. Die Hüfte, die geht nach unten. Ja? Das ist die Bewegung. Das ist im Bein und im Knie ist das nur hier nach oben die Bewegung. Aber unser Knie geht nie über unsere Zehen hinweg nach vorne. Ja? Wir bleiben hier stehen. Und jetzt gehen wir nur runter und hoch. Okay? Schön die Hüfte mit reindrehen. Und los geht's. Gut. Okay. Wir drehen den hinteren Fuß hoch. Und jetzt gehen wir noch einen Tick weiter runter, sodass unser Knie fast den Boden berührt. Genau. Okay. Wir strecken das hintere Bein wieder. Das wird ganz durchgestreckt. Wir bleiben aber auf den Zehen. Ja? Und jetzt geht der linke Arm, unser linkes Bein ist vorne, unser linker Arm auch. Der geht jetzt von innen um das Bein rum nach unten. Der andere Arm geht mit runter. Okay? Und wir versuchen da schön gerade zu sein in der ganzen Bewegung. Ja, genau, super. Okay, wir setzen hinten das Knie ab, gehen mit nach hinten, vorderes Bein bleibt gestreckt und wir ziehen nach vorne. Gut, dann stehen wir langsam auf. Schütteln einmal die Beine ein bisschen aus. Und dann machen wir das Ganze auf der rechten Seite. Ja, rechtes Bein nach vorne, linkes Bein ist gebeugt. Und das vordere Bein erstmal wieder nicht zu weit beugen,
Hände sind auf dem Oberschenkel und wir gehen mit der Hüfte nach unten. Gut, wir drehen hinten ein auf die Zehen und wir gehen weit nach unten. Okay, hinteres Bein streckt wieder durch. Rechter Arm von innen um das Bein rum. Wir machen uns ganz lang und bleiben schön gerade. Okay, hinteres Bein setzt ab. Wir gehen nach hinten und ziehen nach vorne. Gut, stehen wieder langsam auf, ganz entspannt, schütteln einmal die Beine aus. Gut, und dann machen wir mal zum Lockern 5 links, 5 rechts, ein paar Frontkicks. Ja? Einmal rechts, einmal links, rechts, links, rechts, links, rechts, links, die letzten beiden, rechts und links. Und locker. Okay, dann dürft ihr zwischendurch kurz einen kleinen Schluck trinken. Nicht viel trinken, einfach nur einen Schluck Wasser und Handschuhe anziehen. Ihr braucht keine Bandagen, einfach nur die Handschuhe. So, warten wir noch schnell, bis Luana fertig ist. Okay, gut. Die Füße zusammen, verbeugen, ne? Okay, wir machen, wie gesagt, heute ein bisschen was für unsere Beinarbeit. Vorher möchte ich euch aber kurz die Technik zeigen, die wir da dafür machen. Und zwar ist es unsere Sechser-Kombi. Ja, die kennt ihr. Von hier aus der Deckung raus, Sechser Kombi, Jab, Cross, linker Haken, rechter Haken, linker Uppercut, rechter Uppercut. Okay? Wenn ihr das kennt, einmal kurz die Hand hoch, wenn das bei euch passt, super. Okay, wir machen die Sechser Kombi, einfach nur kurz, um reinzukommen, okay? Erstmal langsam und beim langsam jetzt wieder drauf konzentrieren. Die Hand bleibt schön am Kinn. Ja, beim Wechsel geht immer eine Hand wieder zurück ans Kinn. Wir übertreiben nicht bei den Schlägen, ja, die müssen nicht so mega Schwung haben und die müssen schön ans Ziel ankommen. Okay? Darauf achten wir jetzt bei langsam und natürlich, dass unsere Hüfte sich schön dreht. Okay? Also, 1, 2, schöner Wechsel, 3, 4, 5. 6 und zurück in Kampfstellung. Okay, wir machen das Ganze noch einmal. Schöne Wechsel, immer eine Hand am Kinn. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6 und zurück. Und noch einmal. 1, 2, 3, 4, 5, 6 und wieder zurück. Schön. Okay, jetzt haben wir da gut drauf geachtet. Jetzt achtet ihr bitte auch nochmal so gut auf diese Hüftdrehung. Ja, wenn ich nämlich jetzt schlage beim Jab, drehe ich mich schön auf. Boom. Aus meiner Hüfte kommt Schwung in den Schlag. Okay, auf. Beim Cross dreht die komplett zurück. Das gibt dem Cross auch mehr Power. Ja, boom. Ganz reindrehen. Dann dreht die Hüfte ganz rüber. Bah! Und auf die andere Seite. Bah!
beim Uppercut nach oben, oben. Ja, die Hüfte dreht immer mit. Darauf jetzt auch wieder achten. Okay? Bisschen schneller. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6. Zurück. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6. Zurück. Und noch einmal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Zurück. Gut. Okay. Die merken wir uns jetzt. Das mit dem Zurücksetzen hier ans Kinn merken wir uns und mit der Hüfte. Das ist jetzt wichtig für die Schläge. So. Ich habe gesagt, es geht heute um die Beinarbeit. Ja, und das ist jetzt einfach der Grund. Mein Gegner wird nicht die ganze Zeit jetzt hier vor mir stehen. Das heißt, ich kann diese Kombination jetzt natürlich nicht immer im Kampf hier auf diese Höhe machen. Es kann ja sein, mein Gegner weicht aus und steht nach der nächsten Kombination woanders. Bisschen weiter schräg, vielleicht da drüben. Und da müssen wir mitgehen. Und wichtig ist da dabei, dass wir uns da dann nicht umwerfen, wenn ich jetzt laufe. Ja, wenn ich jetzt zu meinem Gegner hinlaufe, bewege ich mich in solchen Gleitschritten. Wenn ich zurücklaufe, genau das Gleiche. Und auf den Seiten ist das auch wichtig. Und gerade bei den Seiten ist ganz wichtig, dass wir niemals über Kreuz laufen. Ja, also wenn ich jetzt hier bin und ich will darüber, dann mache ich das immer so. Niemals so. Ja, weil immer dann, wenn ich über Kreuz bin, bin ich potenziell gefährdet, dass mein Gegner mich trifft und ich das Ganze nicht halten kann und falle. Okay? Deshalb von hier immer Steps. Und das machen wir jetzt. Wir nehmen die Deckung hier hoch, wir bleiben in der Deckung und wir gehen jetzt mal nach vorne. Und nach hinten. Nach links. Nicht über Kreuz. Und nach rechts. Und wieder vor. Nach hinten. Rechts. Links, vor, nach hinten, nach links, nach rechts, nach vorne, nach hinten, nach links, nach rechts, nach vorne, nach links, nach hinten, nach rechts, nach vorne. Okay, gut. Das verinnerlichen. Ja, so bewegen wir uns immer, weil dann sind wir sicher und stehen auch sicher. So, was machen wir jetzt, wenn wir uns drehen müssen? Wenn wir uns drehen müssen, gucken wir natürlich auch, dass wir versuchen, nicht über Kreuz zu stehen. Das heißt, wenn ich mich drehe, muss ich gucken, dass ich beide Füße so schnell bewege, dass ich wieder gerade stehen kann. Ja, das mache ich mit einem Umstep. Und das machen wir mal jetzt. Von hier aus, wenn ich sage nach links, macht ihr das da. Schnelles Rumsteppen, sodass ihr links steht. Dann wieder zurück. Nach rechts, zurück. Okay? Wenn ich sage nach hinten, dann müssen wir einen Doppelstep machen. Ja, nach hinten drehe ich über eine der beiden Seiten, entweder links oder rechts, ist mir egal, das könnt ihr euch aussuchen. 1, 2, 1, 2 zurück. Okay? Und wir gucken, dass wir immer schön schulterbreit wieder stehen. Verstanden? Super. Okay. Gut, wir sind in unserer Kampfstellung und wir gehen nach links. Zurück. Nach rechts, zurück, nach hinten, 2 Steps, 1, 2, 2 Steps, zurück, 1, 2, links, zurück, rechts, zurück, rechts, zurück, links, zurück, nach hinten und 2 zurück. Okay, gut. Ist das schwierig oder funktioniert das? Wenn es funktioniert, Hand hoch. Okay, gut, sehr schön. Super, ihr beiden. In dem Fall machen wir jetzt weiter mit der Kombination dazu. Okay, wir stehen hier und wir machen 1, 2, 3, 4, 5, 6, links. 1, 2, 3, 4, 5, 6, zurück. Habt ihr das verstanden? Das Prinzip? Immer wenn wir gewechselt haben, machen wir einmal die Kombination und dann gehen wir in die nächste Richtung. Es kann nachher auch sein, dass wenn wir hier stehen und ich sage links, dann drehen wir uns nach hinten weiter. Okay? Es gibt jetzt nur noch links und rechts.
Und ihr dreht euch dann immer in die Richtung, in der ich euch das gesagt habe. Ja, also wenn ich jetzt sage links, drehen wir uns nach hier. Machen die Kombination. Wenn ich sage nochmal links, dann drehen wir uns nach da. Machen die Kombination. Dann rechts, rechts. Okay? Immer in die Richtung, einmal drehen, dann die Kombination. Gut, wir starten. Sechser Kombi. On. 1, 2, 3, 4, 5, 6, rechts. Und stehen. On. 1, 2, 3, 4, 5, 6, links. 1, 2, 3, 4, 5, 6, links. 1, 2, 3, 4, 5, 6, links. 1, 2, 3, 4, 5, 6, rechts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, rechts. Okay, funktioniert es oder ist es zu schwierig? Geht? Okay, dann einen Schritt mehr dazu. Und zwar gibt es jetzt immer noch vor und zurück vor jeder Kombination. Also wir machen die 1, 2, 3, 4, 5, 6, dann sage ich links. Wenn ich jetzt sage links vor, dann drehen wir uns nach links und machen 1, 2 Steps nach vorne, machen dann unsere Kombination. Ja? Dann machen wir 2 Steps wieder zurück und dann kommt der nächste Angriff oder die nächste Richtung, in die wir uns drehen. Habt ihr das verstanden? Luana, du nicht? Okay, also, pass auf. Wir stehen hier in dieser Kombination. Ja? Wenn wir jetzt von hier aus uns bewegen wollen, machen wir die Technik, dann sage ich links vor. Das heißt, links vor bedeutet, ich drehe mich einmal nach links und mache 2 solche kleine Schritte nach vorne. Mache meine Technik, mache 2 Schritte zurück und warte. Dann kommt die nächste. Dann sage ich zum Beispiel rechts. Wir drehen uns nach rechts. Ich sage rechts hinten. Wir machen 2 Steps nach hinten. Kombination. 2 Steps wieder nach vorne. Okay? Jetzt verstanden? Gut, super. Dann machen wir das Ganze. Wir machen auch langsam. Ja? Wir starten langsam da rein. Okay, wir stehen bereit. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gut. Erstes Kommando. Rechts nach vorne. Also rechts drehen. 1, 2 Schritte nach vorne. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 Schritte zurück. Nächstes Kommando, links, hinten. Wir drehen uns nach links. 1, 2 Schritte nach hinten. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 Schritte zurück. Und links, hinten. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, links, vorne. 1, 2 nach vorne und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2 Schritte zurück, links, vorne, drehen, 2 Schritte vor, 1, 2, 3, 4, 5, 6, links, hinten, drehen, 1, 2 zurück, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2 Schritte nach vorne, stehen. Gut. Füße zusammen. Verbeugen. Hey. Gut. Ihr dürft die Handschuhe ausziehen, nochmal einen Schluck Wasser nehmen. Und habt ihr was als Schwert? Habt ihr irgendwas? Dann Hand nach oben, ja? Luana, hast du auch was? Okay, ja, egal. Muss nur irgendwas in deiner Hand sein. Kannst sonst auch den Handschuh nehmen im schlimmsten Notfall. Gut, seid ihr bereit? Sehr schön. Okay, wir nehmen das Schwert an die Seite, Füße zusammen, verbeugen. Hey. Okay, wir ziehen das Schwert, stehen in Yoi und wir machen die Kata zusammen. Okay, wie ist es jetzt für euch besser?
soll ich jetzt mich mal umdrehen, dass ihr nur meinen Rücken seht, aber das machen könnt wie ich? Oder soll ich weiter so frontal zu euch stehen? Wenn ich mich umdrehen soll, macht mal die Hand hoch. Okay, für dich wäre es besser, umdrehen, Luana. Okay, Carlo, ist es dir egal oder lieber gerade? Wenn lieber gerade, mach nochmal Hand hoch. Okay, egal, gut, alles klar. Dann machen wir mal, jetzt, ich drehe mich einmal mit um, okay? Wir probieren es einfach mal. Ich drehe mich um. Gut, wir haben das Schwert gezogen. Und Katana, Ich. Starten nach links. Und Ich. Nach rechts. Ni. Nach vorne. San. Um den Kopf rum. Chi. Block links. Ich. Block links. Ni. Do nach vorne. Und Ski mit Kia. Und Yami. Verbeugen. Okay, wir machen das Ganze nochmal. Dieses Mal drehe ich mich, dann sehe ich euch nämlich auch. Verbeugen. Hey. Schwer ziehen. Katana Ich. Und nach links Ich. Nach rechts Ni. Nach vorne San. Um den Kopf Chi. Block links Ich. Block rechts Ni, Do nach vorne und Ski mit Kyai. Und Yame, verbeugen. Hey. Gut. Okay, wir machen jetzt noch zwei, drei Techniken nur mit dem Schwert einzeln. Okay, und die möchte ich, dass ihr sie in Kombination dann als Hausaufgabe auch gleich mitmacht. Ja, also merkt sie euch schon mal, dass das dann eure Hausaufgabe sein kann. Wir machen sie erstmal und dann könnt ihr sie nachher nochmal euch aufschreiben oder so. Okay? Füße zusammen. Verbeugen. Hey. Und Schwert zieht. Okay. Wir starten mit einem Men nach vorne. Blocken nach links. Und jetzt wechseln wir mal. Das rechte Bein geht nach vorne und Côté von der Seite aus. Ja, von der linken Seite aus kommt Côté. Bam. Okay, zurück in Kampfstellung. Linkes Bein ist vorne. Schwung, Men. Block nach links. Rechtes Bein geht ein bisschen vor Côté. Und zurück. Und noch einmal. Schwung, Men. Block nach links, rechts nach vorne, gut. Okay, und nochmal zurück. Ein letztes Mal, jetzt ein bisschen schneller. Und Men, Block, gut. Gut, und zurück. Yami, verbeugen, hey. Okay, das ist Nummer 1. Okay, Nummer 1. Jetzt ein kleiner Wechsel von den Schlägen. Einfach so eine Höhenübung. Ja? Stage. Hey. Und jo. Okay. Wir starten, indem wir jetzt nach vorne gehen und seitlich Richtung Kopf schlagen. Ja? Wie der Côté, den wir sonst zur Hüfte machen, kommt der seitlich Richtung Kopf. Okay? 1. Wir wechseln hinten rum, 2 an die Hüfte, wechseln hinten rum, 3 ans Knie. Wechseln hinten rum, 3 auf der anderen Seite Knie, wechseln hinten rum, Hüfte, wechseln hinten rum, Kopf und wieder zurück. Habt ihr das Prinzip verstanden? Kopf, Wechsel, Hüfte, Wechsel, Knie, Wechsel, Knie, Wechsel, Hüfte, Wechsel, Kopf. Ja? Wir gehen auf allen 3 Punkten auf beiden Seiten dran, immer im Wechsel. Noch einmal, von hier. Ich. Nie.
San. Chi. Go. Rück. Zurück. Und noch einmal. Kopf. Ich. Knie. Hüfte. San. Knie. Chi. Knie. Go. Hüfte. Rück. Kopf. Und zurück. Gut. Ein letztes Mal. Ich. Knie. San. Chi. Go. Rock. Und zurück. Yummy. Verbeugen. Hey. Okay, ihr dürft euer Schwert auf die Seite packen. Okay. Das war's jetzt mit der Stunde. Ja, ich sag euch jetzt noch kurz eure Hausaufgaben. Eure Hausaufgaben, diese beiden Techniken, die wir jetzt gerade eben gemacht haben. Ja, also, Men, Seite raus, Côté. Und diese 6 Schläge, Kopf, Hüfte, Knie, Knie, Hüfte, Kopf und wieder zurück. Das wiederholen. Und dann habt ihr noch eine Fitnesshausaufgabe. Ja, ein so ein Training sind 10 Liegestützen, 20 Sit-Ups, 10 Burpees. Diese 3 Übungen und das macht ihr 5-mal hintereinander. Okay? Minimum einmal, besser 3 bis 5-mal am Tag. Okay? Aber Minimum einmal. In dem Fall beende ich jetzt hier mal das Training da oben.